Hallo und herzlich willkommen, Leute, zurück zu Lumberjacks Dynasty. Mittlerweile krieg ich es auch hin, den richtigen Titel zu sagen und nicht Lumberjacks Simulator. Ja, ich bin stolz auf mich. Also, wir hatten hier in der letzten Folge alles abgeholzt, um diesen schönen kleinen Gabelstapler da hinten zu kriegen. Und jetzt heißt es noch alles zerhacken, bevor wir in unseren wundervollen Träger springen, hier hinkarren und dann alles abholen können. Unsere Karre lassen wir erstmal hier stehen, weil die können wir hier mehr gebrauchen, da wir einfach, ja, sag mal schnell, dann hier wieder hin. Boah, jetzt weckt das Holz, ne? Ja, toll. Das ist so buggy manchmal. Egal. Dass wir dann hier wieder hinjumpen können, um andere Missionen zu machen. Da nochmal. So. Hier. Ich mag das nicht. So. Das ist immer noch nicht besser, egal. Hey. Nimm doch die Kettensäge. Hämmer. Okay. Wenn ich mir jetzt mal gemerkt hätte, welche ich alle gefällt habe, wäre das, glaube ich, gar nicht schlecht. Aber egal. Wir schaffen das schon. Gemeinsam. Guck mal. Hier ist noch einer. Zack. Und nochmal zack. Da. Wunderschön. Wunderschön. Hier auch nochmal drüber geflext. Ach, schön. Okay. Let's go. Was haben. Hier müsste da auch noch, ja. Erstmal 10 Minuten Segen. Nee, eigentlich nicht. Sind noch nicht mal 3. Also geht noch. Okay. Das liegt aber jetzt auch schon wieder. Ja, geht so. Ganz schön verteilt, ne? So. Dafür haben wir es gleich geschafft. Und können dann in unseren Träger spawnen, der hoffentlich leer ist, ich glaube aber schon. Dann hier hin cruisen. Cruisen, cruisen, cruisen. Um das Holz hier dahin zu bringen, wo die es haben will. Weil, wie gesagt, per Hand. Das ist doof. So, und hierhin sollen die Bäume oder was? Die Bäume sind alle gefällt. Wo Ach willst du die so, Stämme okay. hinhaben? Alles Komm mit, klar. ich zeige es dir. Okay, danke schön. Zeig's mir, Sascha. Kann sich leider nicht ducken in dem Spiel. Schöne Haare. Emma, Zeit ist Geld. Zeit ist Geld. Zeit ist Geld. Entschuldigt. Hör mal, hast es bald? Bestimmt hier, ne? Hier so. Hier. Sag's doch einfach. Wir haben noch keine Zeit. Auch Sascha. Digga. Lagere sie hier, das ist nah genug. Und hier, für dich. Du brauchst Kraft für diese Aufgabe. Nein, Danke. ich habe nämlich Equipment. Aber danke. Lecker Grillwurst. Wie geht's denn uns? Ja, komm, wir knallen uns einfach mal eine rein. Bam.
So, und jetzt? Wo ist unser Trigger? So, wir müssen jetzt links, rechts und wieder rechts. Magische Bohnen? Nice. Aber wir brauchen keine magischen Bohnen, wir haben unseren magischen Trecker, der mit 23 km/h nicht gerade super schnell ist. Aber gut. Ich glaube, es ist trotzdem schneller, als wenn wir da jetzt hincruisen würden und jeden Baumstamm einzeln aufheben. Aus dem Weg. Schwertransport. Boah, bergauf. Bergauf, 12 km/h. Go, Bruder, go. Oh Gott, das war nicht so schlau. Wir brauchen einen neuen Trecker. Das geht ja gar nicht, Alter. Komm schon. Hier, komm schon. Push. km/h und ich bin ein Star. Fahr über die Straße, kein Gras mehr da. Oh nein, Idiot, jetzt hab ich mich vertippt. Will ich? Ne, ich fahre hier nicht querfeld ein. Ne, kannst voll knicken, Alter. Ist das überhaupt die Rechtskurve? Nein, es kommt erst noch. Oh, ich hab mich schon wieder vertippt. Go, Trecker, gleich geht's weg ab, Bruder. Wir sind schon fast wieder auf 20 km/h. Ja, 20 km/h, die Grenze ist gebrochen. Und schaffen wir die 25? Bergab bestimmt. Komm schon. Wenn bergauf Einfluss hat, dann muss ja bergab auch Einfluss haben. Naja, sonst voll doof. So, hier ist die Kreuzung. Wir müssen rechts. Und jetzt glaube ich einfach der Straße folgen, ne? Voll auf der Rot. Und hoffen, dass unser wundervoller Trecker nicht wieder hängen bleibt. Das wäre nämlich ganz schön. Ihr wisst es, hängen geblieben. Ha! Ha! So. 400 Meter noch, du hast es fast geschafft, Traktor. Komm schon. I believe in you. Was ich zum Beispiel rausschneiden könnte, das habe ich in der letzten Folge drüber geredet, weil ich ja ungern Sachen rausschneide. Wenn euch das zu sehr auf den Sack geht, wenn wir jetzt hier, sagen wir mal, 10 Mal hin und her gefahren sind schon, und ihr sagt, boah, schneid mal die Fahrten raus, dann kann ich das absolut verstehen. Ich glaube, das würde ich auch von alleine irgendwann machen, weil man hat irgendwann halt die ganze Karte gesehen und ja. Gucken wir mal, wie sich das so entwickelt. Wie so eure Meinung dazu ist. Lieber vermeintlich langweilige Sachen rausschneiden oder lieber drin lassen, weil ich eh genug Müll rede. What is your meaning to this? So, bevor wir jetzt irgendwas machen, wir sind gerade in der Nähe, speichern wir erst. Weil ich habe keinen Bock mehr, wieder von da hinten bis hin zu fahren. Ich glaube, da habt ihr auch nicht unbedingt Lust drauf. Okay. Drive-by-Taktik. Okay. Sag mir jetzt nicht, ich bin hier umsonst hingefahren, Bruder. Das wäre so asozial. Ah, okay. Ich dachte schon. Es laggt übrigens nicht, es ist nur meine Maus. Irgendwie kommt die beim Kran nicht hinterher und da muss ich immer neu ansetzen. Das ist voll heftig. Ich habe schon voll das mega Mauspad eigentlich und so. Und meine DPI steht jetzt auch nicht auf 0. Kein Plan. Zack. Ja, und wie gesagt, der Frosch im Hals wird immer zu mir gehören. Da kann ich auch nichts für. Ey,
Was ist denn los? Hol den Himmel. Ja, viel passt da jetzt auch nicht mehr. Gucken wir mal, was wir noch so drauf kriegen. Von den Äußeren hier vielleicht erstmal. Ach, halt doch an. Brille. Ist hier noch einer im Boden oder so? Sieht man ja nicht immer. Hier müsste er noch hinpassen. Na guck. Krieg ich dich? Jawohl. Jawolo. Komm, dich kriegen wir auch noch mit. Ola. So. Ich glaube, den einen, den kriegen wir nicht mehr. Obwohl, doch, den können wir noch am Haken nehmen. Oh, bitte grab dich nicht ein, Traktorlein. Alles wird gut. Ich bin bei dir. Ah, lalala. Guck mal, der passt sogar noch oben drauf. Nice. Okay, die müssen wir, glaube ich, auch alle ablagen. Wäre cool, wenn man den so einfach auskippen könnte, ne? Das wäre ein cooles Pferd, Schube. Lenk. Kriegen wir den nach oben drauf? Nein, den kriegen wir nicht nach oben drauf. Egal, bringen wir das jetzt erstmal weg. Voll der riesige Storch, ey. Geil. Ja, das wird jetzt hier natürlich sehr gut. Pass mal auf, machen wir jetzt einfach. Anhalten. Stamm fallen lassen. Ja, das hätten wir jetzt alles mit der Hand ewig gebraucht, das zu tragen. Nur den Teil jetzt, und das ist ja noch nicht mal alles. Mal gespannt, ob wir wieder ein bisschen Holz behalten dürfen. Für den Stapel. Guck mal, da haben wir schon gut. Boah. Boah, es tut mir so leid. Ich hoffe, ich denke dran, das rauszuschneiden. Jetzt haben wir schon einen Stapel Holz vor die Hütte gelegt bei der Frau. Bei der Frau Sascha. La 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 la. Hopp. Noch 16 Stück, guck mal. War's, ne? Ja. Dann. Boah, ey. Kran. Warte mal. Muss mal ganz kurz gucken. Steuerung. Na toll. Haben wir nicht die Sensibilität? Ich meine, ich habe keinen Controller, aber. Ach, das bringt nicht wirklich was. Ja, komm, komm, komm. Yeah, baby. I'm proud of you, my little tractor. Boah. Ender. Ender the Gungeon. Ah, da war er doch. Ja, komm. Na, komm. Komm.
Nein, keine Kacke machen. Ja, ja, ja. Danke. Herr Baumstamm. Das ist nix mehr, soweit ich das sehe. Passt das? Komm schon. Jawohl. Ja. Den da kriegen wir aber nicht, oder? Jawohl. Perfekt. Perfekt. So. Und so, Alter. Das ist fast schon hypnotisierend. Aber so langsam habe ich es einigermaßen drauf, wa? Na komm. Speichern. Nicht vergessen. Ganz wichtig. So. Falls wir mal hängen bleiben. Und zack. Läuft doch. Läuft doch und. Und rinn damit. Ein paar sind da noch. Aber viele sind es nicht mehr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 18. Ne, eigentlich nur 4, 5 Stück höchstens, glaube ich. Ich glaube aber, jetzt passt auch nicht mehr viel drauf. Den nehmen wir mal noch mit. Dann bringen wir das erstmal weg. Den Rest können wir dann bestimmt wieder behalten. Gehe ich mal fast von aus. Voll gruselig hier so reinzufahren. Und zack. Ach man. So. Bisschen doof hier. 11 noch. 10. So, jetzt kommen wir gleich wegen den Bäumen nicht mehr raus. Hin. 9. Aber die haben wir nicht alle, glaube ich, auf der Ladefläche. Na. Ach komm. 7. Sechs. Fünf. Hallo. Hallo. Let me throw this down, da warst du gerade. Alter. Okay, einen haben wir noch, zwei brauchen wir noch für hier. Wir haben es rausgeschafft. Ehre. Oh. Ja, neues Holz. So, zwei brauchen wir noch, ein paar liegen hier noch rum. Also ein bisschen Holzgewinn gemacht. Ach guck mal, da liegt auch noch ein versteckter Bruder. Bombs. Na, kommen wir da ran? Und hopp. Okay, jetzt haben wir eine große Schleife, dann sammeln wir die beiden noch ein und sind wir happy. Dann kriegen wir unseren neuen Traktor und noch ein bisschen Holz gratis aufs Haus. Ist doch geil. Ich
freue mich dann schon, neue Fahrzeuge endlich und alles Mögliche zu kaufen, aber vorher sollten wir halt erstmal echt eine Reparaturfolge einlegen, weil man dann halt auch das Sägewerk komplett benutzen kann. Ja, das würde ich schon ganz gerne. Auch das Anwesen, wo ich halt momentan drauf hause, virtuell, würde ich ganz gerne reparieren. So, jetzt schmeißen wir den ganzen Schund hier noch raus, beziehungsweise eigentlich nur noch zwei. Na. Oh Gott. Okay, unseren Karren können wir eigentlich einfach erstmal hier stehen lassen. Oh nein, bitte sag nicht, dass da alles Zaun ist. Nein, perfekt. Okay, da kommen wir wieder raus. Also unseren anderen Karren, unsere Betsy. Und dann nachher, wie gesagt, dann die Quest hier machen. Die Arbeit ist getan. Die Stämme sind alle da, wo sie sein sollen. Yep. Schön, danke. Der Gabelstapler gehört wie versprochen dir. Du bist eine gute Hilfe. Ich werde meinen Freunden von dir erzählen. Oh, das ist nett von dir. Dankeschön, Sascha. Wer bist du? Charles. Wie mein Onkel. Billy Bob Charles Johnson. Ja, der Gabelstapler gehört jetzt zu mir. Da ist er. Müssen wir jetzt echt nach Hause fahren, oder? Ja, perfekt. Hier sind noch ein paar Quests. Aber ich würde jetzt echt... Müssen wir denn wirklich nach Hause fahren? Ja, dann. Cruising down the street in my garbage stapler. Eine Bleibe mal, nein, eine Bleibe will ich markieren, so. Und dann tuckern wir mal mit dem Ding nach Hause. Oder wisst ihr was? Das weißt du doch. Obwohl, ach komm. Offensichtlich. Ich stelle den erstmal dahin. Das weißt du doch gar nicht. Oder? Ach komm, nein, wir machen das jetzt nicht offscreen. Wir gucken uns jetzt ganz genüsslich mit dem Gabelstapler die Gegend an. Ist schon ein bisschen hart. Aber machst du nichts. Da müssen wir jetzt durch, Leute. Da müssen wir jetzt durch. Ich werde jetzt wahrscheinlich ein bisschen fast forwarden. Boah, zieht sich das. Aber der ist auch nur 3 km/h langsamer als der Traktor mit seinem Anhänger, also. Ich glaube, den Traktor werde ich euch zuliebe offscreen nach Hause holen. Weil. Ja. Ich meine. Ne? Ja. So, dann will ich aber eigentlich nicht nach Hause, sondern hierhin fahren. Guck mal da. Kühlt das Holz schon über, hör mal. Können wir mal eben gucken, ob wir da... Ob und wie wir das verkaufen können. Oder ob wir das halt auf den Transporter laden und wegbringen müssen. Aber hier wird ja mal gesagt, man kann es hier an der Dingens verkaufen.
an der Sägemühle. Boah, Alter. Voll die Ruine, Himmel. Machen wir nebenbei schon mal ein bisschen Reparating hier. Kann nicht schaden. Weil irgendwann müssen wir es eh machen, Leute. Irgendwann müssen wir sowieso. Müssen wir eh ran und das Ding zusammenziehen. Himmel. Deswegen kann man auch schon mal ein bisschen damit anfangen. Finde ich zumindest. So, klatsch, klatsch, bing, bing. Wie Daniel schon sagte, es wäre so schön, wenn man so leicht Häuser reparieren könnte. Das wäre das Wundertool überhaupt, dieses Gerät hier. So. Und hier. Achso, wäre ich mir, glaube ich, eine alte Burg oder eine Mega-Ranch, eine verfallene, gekauft und die einfach in 10 Minuten repariert. Komm mal da. Kommt man nicht dran, okay. Aber hier. Ach so, sie können dann direkt verkauft werden. Ach so, also sprich, ja, wir müssen die eigentlich aufladen, dann und verkaufen gehen. Ich weiß nur noch nicht, wo der Händler sein soll. Hier ist ein Lager für Baumaterialien. Verkauft alles, was zum Renovieren, Streichen benötigt wird. Fahrzeughändler, Villa Romana. Was ist das hier? Irgendein Fußballfeld. Stranddings. Gemischtwarenladen, Waren aller Art. Tankstelle. Markt für Holzprodukte. Hier werden Stämmeplatten, Bretter, Rinde und Holzspäne angekauft. Boah, Rundholz ohne Rinde 80 Dollar pro. Alter. So, nicht viel. So, warte mal, hier noch ein paar Nieten dran kloppen. Ja, und dann hole ich den Traktor offscreen. Dann ist er hier. Und dann können wir direkt weitermachen. Mit was auch immer wir in der nächsten Folge machen werden. Gucken wir mal. Wird auf jeden Fall schön. Weil es uns immer mehr an Fortschritt bringt. Und Fortschritt in Spielen ist nice. Ich mag's. Hä, hab ich das nicht vorhin alles schon repariert? Nicht? Okay. Aber da drinnen habe ich schon voll viel repariert gehabt. Guck mal hier. Komm, das machen wir jetzt noch eben hier von innen, reparieren das Ding. Ey. Och, lul. Echt jetzt? Wir müssen da dran kommen. Ja, geht doch. Da kommen wir nicht dran, ohne Gerüst, wie es aussieht. Ja gut. Alter. Vielleicht müssen wir da auch von außen dran. Ich stell mal hier schon mal ein paar Gerüste hin. Jetzt will ich ja mal gucken, ob ich wirklich gerafft habe. Guck mal, entferne Gerüst. Oh Gott, Brille, ey. 5, 6 Folgen brauche dafür, um das zu checken. Nicer Dude, oder? Sagt mal ehrlich. Ja, so bin ich. Da. Da. Mal drüben kann man auch rauf. Ah, da komme ich natürlich nicht dran. Kann man hier irgendwas umstellen? Hm. Naja. Und hier halt noch dran tackern. Hier hatte ich doch schon alles repariert, oder? Von hinten. Wie soll man da hinten dran kommen, frage ich mich. Oh Mann. Ey, lass mich hier vorbei, du Sau. Und hier noch. Dann ist das Ding aber größtenteils repariert. Das nächste Mal weniger zu tun.
Ich meine, das Dach muss noch. Klar. Noch ein paar Stellen, aber es ist dann echt fast fertig und wir können dann Bretter herstellen. Also, das war den Aufwand meiner Meinung nach dann auf jeden Fall wert. Würde ich fast sagen. Gucken wir mal, hier war noch ein bisschen was. Und das war's dann, oder? Alles nur noch. Obendrauf Zeug gewesen, glaube ich. Und hier noch einer. Ja. Da oben ist was. Boah. Lass mich hier vorbei, du Rüst. Warte mal, komm ich. Ach, guck mal. Muss ich nur zu helfen wissen. Die Dinger kann ich vom Dach aus machen, meine ich. Oh, guck, komm ich hier auch dran? Da komme ich nicht dran. Da aber. Perfekt. Ja, geil, ey. Dann, es ist hier nur noch Dach reparieren. Das ist richtig cool. Machen wir hier so ein Ding hin. So. Ich wollte gerade sagen, weiter hoch komme ich nicht. Aber doch, meine Freunde, wir kommen weiter hoch. Jetzt haben wir es auch gleich geschafft. Soweit ich das beurteilen kann. Ah, fast runtergefallen. Mach dich heile, Dach. Zack. Zack. Aber warum denn so doof da unten an der Ecke? Hier ist noch was. Und hier. Und hier jetzt noch ein paar Dachstellen. Klack. Klick. Klack. Und so weiter. Wo ist denn das Hämmerchen? Da. 2, 3, 3. 4. Ich zähle einfach mal mit, ich weiß nicht warum. 5, 6 und 7. Und dann müsste es jetzt eigentlich repariert sein. Komm schon. Ach komm schon, hä? Hä? Leute, das hatten wir doch gerade alles repariert, oder? Bin ich jetzt total dumm? Komm ich hier durchs Fenster rein? Nö, shit. War hier ein Hintereingang? Scheinbar ja. Das lasse ich jetzt nicht auf mir sitzen. Das muss weg. Beziehungsweise das muss heile. So, jetzt. Na, da. Da ist noch was, lol. Der schon, hä? So. Ah, geil. Das heißt, wir können jetzt hier irgendwie aktivieren. Ah, okay, alles klar. Wir können jetzt hier aktivieren, dass das Holz hier runterkullert. Wenn ich das richtig verstanden habe. Und dann wird es hier zu Brettern gemacht. Kann ich hier auch noch irgendwas aktivieren? Ne. Da hinten war auch nochmal so ein Steuerpult. Gucken, ob ich da noch was machen kann. Nö, sieht nicht so aus. Egal, Leute, wir haben viel geschafft. Wir haben einen Gabelstapler erarbeitet. Ich werde gleich noch den Traktor offscreen eben schnell hier ranholen. Machen wir eben das Geländer hier weg. So.
Und dann hoffe ich, ich sehe euch bei der nächsten Folge wieder. Danke euch vielmals fürs Einschalten. Entschuldigung für die Überlänge und haut rein. Bis zum nächsten Mal. Euer Brüller. Wunderschön hier, ne? Bye.